Immer, los. Ja? Nee. Wirklich nicht? Nee. Jo. Nee. Echt nicht? Spaß. Gehört habe ich schon. Nee. Nein? Nein. Ja? Ja, nee. Tut mir leid. Nee. Kennst du Chuck Norris? Ja, kenn ich. Ja. Ja. Nein? Nein! Ja klar. Krasser, lass mich ja morgen mit dem Scheißteil in Ruhe. Ich freue mich, Sie haben es geschafft, in die TU zu kommen. Wir werden zusammen Mathematikunterricht haben. Mein Name ist Franken und ich habe schon mal das Thema angeschrieben. Da fangen wir nochmal an. Zum Beispiel, machen wir Beispiel A. Wir nehmen 5 plus 2, das geht ja noch, ne? 3 durch 2, was ist das? Was darf man jetzt mit diesem O machen? Ja, bitte. Wie ist Ihr Name? Jürgen. Jürgen. Was ja, meinen Sie, was darf man? Oder vielleicht auch. Man könnte jetzt die 2 rauskürzen. Aha. Und da gibt es einen schönen Spruch dazu. Sie den? Sagen Sie es, ich darf es nicht sagen. Aus Summen kürzen wir die Summen. Bitte ein bisschen lauter, damit der Jürgen das auch hört. Kommen wir zu einem vierten Beispiel. Also Wurzelziehen geht wohl offensichtlich. Machen wir mal 50 geteilt durch 0. Ja, wie ist Ihr Name? Chuck Norris. Chuck Norris, ja, Chuck. Was meinen Sie denn? Darf man das rechnen? Natürlich, das gibt 50. 50 durch 0 gibt 50. Aha, das machen Sie uns doch mal bitte vor. 50 geteilt durch 0. Ganz klar, kann man rechnen, was man will. Das gibt gleich 50. Weil es kommt ja nichts weg. Es ist
Thank you, New Hampshire! Ci sono persone che preferiscono ascoltare se stesse piuttosto che ascoltare le parole degli altri. Sono persone che non si mettono in mostra molto spesso, ma quando lo fanno ci ricordano che quando decidi di scendere in pista, anche se qualcuno può dubitare di te, parole come non posso, non ci riesco.